Pietro Lombardi. Überraschendes Geldbekenntnis, so viel liegt auf seinem Konto. Der einstige DSDS-Sieger Pietro Lombardi verrät seinen Fans seinen aktuellen Kontostand. Wer mit mehrfachen Millionen gerechnet hat, wird allerdings überrascht. Pietro Lombardi, der 31-jährige deutsche Musiker und ehemaliger Gewinner von Deutschland sucht den Superstar, teilt freiwillig und offen seine finanzielle Situation mit seinen Fans auf Instagram. Dort gab er in einer Fragerunde auf Instagram bekannt, dass er momentan etwa 15.000 Euro auf seinem Girokonto hat, eine Enthüllung, die manche überraschen könnte, da Lombardi seit Jahren im Musikgeschäft erfolgreich ist und sich nicht nur auf Gewinne aus seiner Musik stützen kann. Pietro Lombardi verprasste 1 Million in 9 Monaten. Trotz des erheblichen Verdiensts, der sich allein aus seinem Sieg in der 8. Staffel von Deutschland sucht den Superstar auf 500.000 Euro beläuft, gestand Lombardi einst in seiner RTL-Plus-Dokumentation Pietro Lombardi, Familie, Glaube, Liebe, dass er in der Vergangenheit in Bezug auf sein Vermögen unverantwortlich war. Wenn ich 5.000 Euro verdient habe, dann waren sie am nächsten Tag auch weg, sagte der Musiker. Er gestand, dass er innerhalb von 9 Monaten 1 Million Euro ausgab. Zusätzlich war Pietro Lombardi 2020 Opfer von Kreditkartenbetrüger und verlor dabei knapp 500.000 Euro. Sorge um Pietros Finanzen unbegründet. Sorge um Lombardis finanzielle Sicherheit müssen sich die Fans natürlich nicht machen. Es wird vermutet, dass er Zugang zu weiteren Konten mit erheblich höheren Beträgen hat, die er jedoch nicht preisgeben möchte. Schließlich hat er etwa mit seinem RTL-Vertrag als DSDS-Juror eine äußerst lukrative Einnahmequelle und auch seine eigene Produktlinie Lombardi Cola und verschiedene Kooperationen auf Instagram spült ihm den ein oder anderen Euro ein. Laura Maria Röpper freut sich auf Renovierung ihres Hauses. Viel mehr gab es zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings nicht zu sehen, denn Laura erklärte ihrer Community, man werde aktuell noch nicht alles zeigen. Auf die jungen Eltern kommt nun jede Menge Arbeit zu, denn die ehemalige Düsseldorferin hatte schon vor einiger Zeit offenbart, dass sie das Haus komplett neu einrichten wolle. Jedes Zimmer wird komplett neue Böden etc. bekommen, verriet Laura damals. Die jungen Eltern können sich demnach wohl auf ein paar stressige Monate einstellen, die Vorfreude auf ihr neues Familiendomizil scheint aber definitiv zu überwiegen. Es ist viel zu tun, aber ich freue mich, betonte Laura auch in ihrer jüngsten Story.